Mein Gast heute hier an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, Roger Willemsen. Kaum einer nimmt Deutschland so unter die Lupe wie er und er nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Der Deutsche Bundestag, Heidi Klum, zu allem und zu noch viel mehr kann er etwas sagen und er tut dies pointiert, intelligent und scharfzüngig im SWR Unitalk. Ich begrüße an meiner Seite Professor Dr. Roger Willemsen, unbestreitbar ein intellektueller Kopf, der die aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten Deutschlands ebenso scharfzüngig wie geistreich begleitet. Unvergessen seine sezierenden Interviews als Fernsehtalker. Roger, du wurdest einmal gefragt, wie man so ein Interview am besten beginnt. Und du hast gesagt, den Gast am besten gleich mit Widersprüchen konfrontieren. Her damit. Ich versuch's. Du warst überzeugter Kiffer. Kein Widerspruch. 10 Jahre lang. Tempus könnte schwierig sein dabei. Studien belegen bei so langem Cannabiskonsum schrumpfe das Gehirn. Wie schaffst du es, dass es bei dir nicht so auffällt? Die Frage ist sehr gut gestellt, eine gute Eröffnungsfrage, wenn ich das als Interviewer sagen kann. Es schrumpft trotzdem. Du hast ja keine Ahnung, was dieses Gehirn könnte, wenn ich nicht kiffen würde. Sie haben es gemerkt, wir duzen uns und das hängt damit zusammen, dass wir uns schon seit vielen Jahren kennen. Eine wunderbare SWR-Unterhaltungssendung hat uns zusammengeführt. Wir bleiben beim Thema Fernsehen und Kiffen. Du hattest mal eine Idee für ein neues Fernsehformat. Du hast nämlich vorgeschlagen, du und der Gast, ihr kifft, was das Zeug hält, unterhaltet euch dabei und der Zuschauer wird Zeuge eines, ich sag mal, einer Wesensveränderung. Sehr wahr. Könnten wir das doch jetzt umsetzen, Roger? Sehr, sehr gerne. Ich wollte immer mit dir kiffen. Du wärst jetzt nicht die erste Person gewesen, an die ich gedacht hätte beim Kiffen, aber die zweite. Ich frage das Publikum, hat jemand von Ihnen einen Joint dabei? Sie sind präpariert, Sie Klakteure. Sie lassen sich vom SWR bezahlen. Wieder besseres Wissen. Es hilft nichts, die Studenten von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, sie kiffen heimlich. Zur Strafe. Ich sehe doch die bewusstseinserweiternden Substanzen in den Gesichtern. Zur Strafe reden wir jetzt erstmal über Politik. Oh ja. Was mir bisher bei dir verborgen geblieben ist, dass du eine masochistische Ader hast. 1 Jahr lang hast du im Deutschen Bundestag an den Sitzungen teilgenommen und hast daraus ein Buch herausgearbeitet, das Hohe Haus. Und selbstverständlich geht man ja in so eine Unternehmung auch mit einer gewissen Vorerwartung rein. Was hat dich am meisten überrascht in diesem Jahr? Wovon warst du am meisten enttäuscht? Die größte Überraschung war die Ausdauer, die mein Rektum bewiesen hat, die geringe Materialermüdung, die mein Körper vollzogen hat. Innerhalb des Parlaments war die größte Enttäuschung eigentlich eine formale, die besteht in der Herablassung im Umgang miteinander, mit der demokratischen Idee, mit der Vorstellung davon, es sei wichtig, dass sich Menschen über politische Entscheidungen, über Lebensgestaltung auseinandersetzen. Und die Art, wie das mit Desinteresse und Ignoranz bestraft wird innerhalb des Parlaments, die war formal das Schlimmste. Inhaltlich das Schlimmste waren Debatten über Rüstung und Armut, weil sich nirgends die Herablassung der Bevölkerung gegenüber so obszön zur Schau stellt, wie in diesen beiden Formen, in denen Armut auf der einen Seite geleugnet wird oder die Suggestion entsteht, Arme seien arm deshalb, weil sie der Regierung schaden wollten. Und es kommt zu ziemlichen Entgleisungen in Sätzen. Wenn also ein CDU-Abgeordneter sagt, die Armen hätten das Problem, dass sie zu sehr auf das Materielle fixiert seien, dann stelle ich mir vor, wie so ein Abgeordneter in seinen Hartz-IV-Bereich geht und dem dort Frühstückenden sagt, freuen Sie sich am Gelb der Margarinen-Schachtel, dann sind Sie nicht ganz so arm. Das
Das ist das eine. Auf der anderen Seite war ich überrascht erstmal von dem Sachverstand dieses Parlaments. Es gibt eine unheimliche Informationsdichte in diesem Parlament. Und zweitens davon, dass es Leute gibt, meistens Hinterbänkler, die es nicht ins Fernsehen schaffen, die wirklich beteiligt sind, die in Tränen ausbrechen, weil es ihnen so sehr um eine Sache geht. Und dann und wann echtes Engagement. Sehr angetan hat es dir Sarah Wagenknecht von der Linken. Das kann man so nicht sagen. Langsam, langsam, langsam. Der gute Journalist hat jetzt ein Zitat in petto und ich darf mal zitieren. Im petrolfarbenen, knielangen Kostüm mit knöchelhohen Stiefletten spricht sie mutig und offensiv zu den Regierungsparteien. Zitat Ende. Roger, das ist weniger eine politische, vielmehr eine testosterongesteuerte Einschätzung, oder? Also, wenn du wüsstest, wie resistent ich gegenüber Stiefeletten bin, dann könntest du diese Unterstellung nicht machen. Ich muss aber sagen, Sarah Wagenknecht und das Parlament ist ein sehr schmaler Beobachtungsraum, weshalb die Garderoben der Frauen interessanter sind als die Hornknöpfe am bayerischen Revers des Abgeordneten, der morgens noch den Stall ausgemistet hat. Deshalb kommen weibliche Garderoben im Guten und Schlechten häufiger vor als männliche. Ich muss aber sagen, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen jenen, die am Pult besser nicht erscheinen sollten, weil sie solche Angst haben zu sprechen, dass sie nur zu den eigenen Leuten sprechen. Das wäre hier die Linke. Es gibt Linksabgeordnete, die sprechen nur dorthin, weil sie einfach sagen, da sagen die Gesichter wenigstens ja. Und dann gibt es die Sarah Wagenknecht, die sich grundsätzlich an ihre Gegner wendet. Und wenn man das lange beobachtet hat, dann sagt man, in dieser Choreografie der Blicke alleine steckt etwas, das politischen Angriffsgeist bezeugt. Und wenn ich dann die FDP-Abgeordneten sehe, die sich mit Verlaub, und das hat Jan van Aken selber gesagt, den Sack kraulen, während sie weibliche Abgeordnete vorne am Pult sind, fällt wörtlich im Parlament diese Aussage von Jan van Aken über Martin Lindner, FDP, in der ersten Reihe. Dann muss man sagen, ist es mutig, dahin zu gehen, weil ich weiß, wohin die Hand wandert, wenn ich dahin gucke und Sarah Wagenknecht bin. Der Satz war kompliziert, aber ich fand intakt. Wir bleiben bei den Frauen im Parlament. Die Kanzlerin kommt jetzt nicht ganz so gut bei dir weg. Und auch hier darf ich ein Zitat oder mehrere Zitate von dir mal vorlesen. Merkel steht dafür, politische Anästhesien zu erzeugen. Sie chloroformiert ihr Publikum. Themen werden von ihr verödet. Merkel gelingt eine Depolitisierung bei existenziellen Themen. Und das war jetzt nur eine kleine Auswahl aus deinem Buch. Und ich habe mich gefragt, hast du nicht den Eindruck, Roger, dass die Mehrheit der Deutschen sie genau dafür eigentlich schätzt, für diese unaufgeregte Regierungsarbeit, dass ihr jedes alphatierische Gehabe abgeht? Ich sage, sie chloroformiert das Land. Das macht sie unter anderem dadurch, dass sie zu NSA, zu NSU, zu Lampedusa, zu Syrien nichts, lange Zeit nicht sagt, weil sie weiß, das würde Reibung erzeugen. Sondern sie sagt etwas, wenn Thomas Hitzlsperger sich zur Homosexualität bekennt, dann ist sie sofort am Mikrofon und sagt, das ist eine großartige Handlung. Übrigens eine vollkommen folgenlose, wie Hitzlsperger mir selber bestätigt hat. Das macht sie ja so konsensfähig für Frau Merkel. Ich dachte, du würdest den Satz zitieren, wenn Merkels Hose Feuer fangen würde, würde sie die Flammen entschieden zurückweisen. Das beweist einiges über Merkel. Und ich muss sagen, ich habe die ja nun lange verfolgt. Es ist ein Prinzip, geistig unbeschenkte Reden zu halten. Reden zu halten, die möglichst wenig Reibung erzeugen, die lange Zeit zu wichtigen Themen wie der Abhörung des Volkes durch die Amerikaner kein Wort zu sagen haben. Und wenn ich sagen darf, ich fühle mich dadurch nicht repräsentiert, dann ist das zumindest gegen den großen Chor derer, die von der Unscheinbarkeit so begeistert sind, wie von ihrer heimischen Raufasertapete, dann ist das zumindest, sagen wir mal, der legitime, wenn nicht dringend notwendige Widerstand. Und wie erklären wir uns dann die Zustimmung, die Sie in der Bevölkerung bekommen? Weil Angela Merkel die Transposition von Helene Fischer auf die Politik ist. Das heißt, sehr geringe Reibungsfähigkeit, hoher Konsensanteil, niemals einen Standpunkt haben, niemals Schärfe zeigen, niemals irgendetwas, was irgendwo Friktionen erzeugen könnte, ausstellen. Und mit diesem riesigen Konsens haben wir das Gefühl, die tut nicht weh.
Einer der beiden Frauen tust du jetzt Unrecht, ich weiß nur noch nicht welcher. Oger, du hast eingestanden, dass du mit einer romantischen Idee vom Parlamentarismus dich an dieses Projekt gewagt hast. An einer Stelle fragst du spitz, ist der Bundestag nicht das, Zitat, Leichenschauhaus der parlamentarischen Idee? Insgesamt suggeriert das Buch hierzu ein klares Ja. Hast du das so beabsichtigt? Nein, aber da muss ich einen Mini-Vorspann machen. Stell dir vor, das ist nun ein anderes Thema, über das wir nicht groß zu reden brauchen, aber ich habe ja fast jeden Tag mit Afghanistan zu tun. Und ich kann in Afghanistan verfolgen, und ich sage das nur als ein Beispiel, dass ich eine Frau treffe, die behindert ist, die mir sagt in Afghanistan, ich bin die erste Frau, die in meiner Familie zur Schule gegangen ist. Ich bin die Erste, die studiert hat. Ich bin die Erste, die Abitur gemacht hat. Ich bin die Erste, die einen Abschluss gemacht hat. Ich habe alles dafür getan, dass es demokratische Wahlen geben würde. Als sie kamen, habe ich nicht mehr gewählt, denn es gab niemanden, dem ich vertrauen konnte. Das ist ein Crashkurs in Demokratie. Diese Frau fragt mich, was habt ihr uns da gegeben an Demokratie? Was soll das Parlament sein? Da sitzen Warlords, Drogenbarone, pakistanische Strohmänner, Ex-Taliban, und die bietet ihr uns als Demokratie an. Da sitzt alles unter dem mein Land gelitten hat. Jetzt gucke ich aus dieser Perspektive von Leuten, die davon träumen, man könne aus einem Parlament etwas machen, in dem sich die Interessen aller wiederfindet, dass die entlegensten Interessen dieser Gesellschaft reflektiert, synchronisiert, Entscheidungen trifft, transparent macht, wie Entscheidungen zustande kommen, warum sie zustande kommen, das in einer Rhetorik tun, die irgendwo davon Kenntnis gibt, dass sie wissen, wer wir sind, wie wir leben, wie viel Geld wir für unseren Wohnraum bezahlen, wenn wir Studenten sind. Klammer auf. Der Verkehrsminister stellt sich hin und sagt, in keinem Land Europas ist der Wohnraum in Großstädten für Studenten so billig wie in Deutschland. Daraufhin kollabiert die Tribüne. Das sieht er nicht, der guckt nie auf die Tribüne. Aber die wissen es besser. Das heißt, meine Idee, und insofern ist sie wirklich leidenschaftlich, ist aus der Perspektive von Ländern, in denen ich Demokratie in einem sehr traurigen Zustand oder in einem nicht mal entwickelten Zustand erlebt habe, von doch zu fragen, was weiß das Parlament eigentlich über die Kostbarkeit der Demokratie. Und am schlimmsten ist, wenn dann der CDU-Abgeordnete Kampeter zu mir als Resonanz auf das Buch sagt, ach Herr Willemsen, nehmen Sie das doch nicht alles so ernst. Sie wissen doch, wie diese Reden geschrieben werden. Und dann sage ich mir, das kriege ich aus meinem Fell nicht raus. Ich nehme es ernst. Ich kiffe zwar, aber ich nehme es ernst. Der größte Einwand gegen das Buch war zu fragen, warum interessiert sich jemand überhaupt noch fürs Parlament? Die Arbeit findet doch in den Ausschüssen statt. Wir haben aber eine parlamentarische Demokratie. Wir haben keine Ausschussdemokratie. Das heißt, das Parlament hat gefälligst auszustellen, was es denkt, warum es denkt und wie es entscheidet, und das transparent zu machen. Das wird schon für romantisch gefunden, obwohl ich keinen Satz so oft gehört habe wie die, die uns draußen zusehen, die, die diese Rede nachlesen werden. Und man denkt sich, träum weiter. Die Merkels Neujahrsansprache haben im gesamten Jahr 2013 auf YouTube 5.891 Menschen gesehen. Das ist, jedes Katzenvideo hat mehr als das. Und das ist das eine, dieser Rückzug ins Unsichtbare. Das zweite ist aber, dass die sogenannte Fraktionsdisziplin aus diesem Parlament und der parlamentarischen Rede etwas so Strategisches gemacht hat, dass es dadurch gleichzeitig von einer gespenstischen inneren Leere wird. Und man wirklich das Gefühl hat, es wird etwas ausgestellt, das aber mit der Substanz von dem, was im Parlament passiert, wenig zu tun hat. Insofern, ich kann ja, wenn ich nun mal versuche, eine Genauigkeitsanstrengung vorzunehmen und zu sagen, was kann ich erkennen an diesem Parlament, dann kann ich dem Publikum auch hier nicht sagen, dieses Parlament ist ein Ereignisraum, der eure innere Wallung an einen Siedepunkt bringen wird, weil es so großartig ist, was ihr da erlebt. Sondern ich muss rekapitulieren, dass das Erste, was mir eine Zuschauerin oder eine Leserin schrieb, war eine Schuldirektorin. Sie bestätige alles, was ich über die Disziplin sage. Sie könne niemandem empfehlen, eine Schulklasse in dieses Parlament zu schicken, denn ihre Klasse sei traumatisiert von der Tribüne gekommen. Denn, wenn ich das richtig zusammenfassen kann, man müsse sagen, man würde Abgeordnete weit weniger Disziplinen abverlangen als Schulklassen, und nur die Ersteren sähen nach ADHS aus. So ungefähr war, glaube ich, der Subtext.
Und das, wie gesagt, das kümmert mich nicht als Frage der Disziplin. Mich stört der Zwischenruf nicht. Was mich stört, ist das Ostentative, das Demonstrative Zeigen, es lohnt sich nicht. Das ist ärgerlich. Wenn man ein einziges Beispiel, ein Beispiel sei erlaubt, man muss sich vorstellen, NSU-Untersuchungsausschuss. Sebastian Edati macht eine bemerkenswerte Arbeit, indem er alle Fraktionen zusammenbringt und sagt, Staatsversagen in der Bekämpfung von Rechtsterrorismus, komplette Lügen der befragten Ermittler auch im Bundestag bzw. in den Ausschüssen. Grundsätzliches Schuldeingeständnis des Staates. Oben sitzt der Bundespräsident, es sitzen die Angehörigen der Opfer, es sitzen zwei Botschafter, Griechenlands und der Türkei. Und der Kulturstaatsminister Neumann kommt mit 20 Minuten Verspätung, amüsiert sich in alle Himmelsrichtungen, merkt nicht, was der Geist der Stunde ist. Der Einzige, der ihn nicht begriffen hat, ist der Kulturvertreter. 20 Minuten später fehlen Rösler, Aigner, Westerwelle, Christina Schröder korrigiert in Akten, Ramsauer tut es ebenso, Pofalla unterhält sich und es sind 7 Minister, die das Bild kompletten Desinteresses abgeben. Und oben sitzen die Angehörigen und fragen sich, wie lange war die Halbwertzeit der Ergriffenheit? 20 Minuten. Das repräsentiert mich nicht. Ich sage das nicht, weil ich für Pietät in demonstrativer Form bin. Aber eine solche Stunde, die im Grunde ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gehört, die ein rares Schuldeingeständnis des Staates in diesem blamablen Fall betrifft, der auch zum Teil den Journalismus mitbetrifft, die mit Ignoranz zu strafen, das straft letztlich bis zum jüngsten Attentatsopfer, das uns in diesen Tagen in der Zeitung begegnet, alle, die jemals für den demokratischen oder für den Zivilcourage-Gedanken eingetreten sind. Wenn du die Gelegenheit hättest, dir die Bundestagsabgeordneten mal richtig in einer Seminarform mal zur Brust zu nehmen, was würdest du denen versuchen, nicht einzubläuen, aber mit auf den Weg zu geben als Lehrer aus deinem Buch? Eine der Lehren ist, öffnet den Fraktionszwang oder die sogenannte Disziplin häufiger. Zeigt häufiger an, dass ihr eurem Gewissen verantwortlich seid. Und das nicht nur bei der implantationsgenerischen Diagnostik und nicht nur bei Sterbehilfefragen, sondern bei vielen Fragen des öffentlichen Lebens, der Kriegsführung, der Waffenexporte und so weiter. Wisst, zu wem ihr sprecht. Sprecht in einer Sprache, die Beteiligung anzeigt. Habt Haltung. Es muss nicht meine sein. Ich lobe in diesem Buch Gauweiler, Norbert Geis, alte konservative Herrschaften, die in allem anders denken als ich und noch nie gekifft haben. Sie merken, das ist ein roter Faden. Ja, ich weiß, man nennt das einen Running Gag. Solange er funktioniert, benutzt man ihn und dann sagt man, letzter Aufruf für diesen Witz. Lieber Roger, du brillierst hier intellektuell und rhetorisch auf höchstem Niveau. Das fällt mir nicht mehr auf. Ich mache zu lange Pausen. Das war in deinem Leben nicht immer so. Ich sage nur Mathematik, Latein, Physik, Chemie. Ja, 4 Wunden, die immer noch klaffen. Er will sagen, ich bin hängen geblieben in der Schule. Er will sagen, ich bin nicht nur einmal hängen geblieben, ich bin zweimal hängen geblieben. Er will sagen, ich bin früh doof geworden. Ja, das stimmt. Ja. Soll ich das immer noch weiter vertiefen? Das ist nicht schön, wenn man lange Haare hat, unattraktiv ist, libidinös, unerlöst und findet sich in Klassen weiter, wo die Frauen 2 Jahre jünger sind als man selber, ist man nicht richtig begierdefähig, weil man ein Loser ist. Also damit muss man, später kann man das schön erzählen, während das passiert, ist es weniger nett. Meine Frage wäre gewesen, leidest du noch unter deinem schulischen Versagen heute? Obwohl das, und das soll nicht indiskret sein, aber das ist jetzt über 40 Jahre her und dennoch sagst du in diesem Jahr gegenüber der Sonntagsfaz, der Stachel sitzt tief, ich fürchte mich davor, aufgrund von Nichtwissen bloßgestellt zu werden. Weißt du, bestimmte Höchstleistung im zerebralen Trakt bringt man nur zustande durch kompensatorische Anstrengungen. Das heißt, ich bin redselig, weil ich irgendetwas verhüllen will. Ich weiß aber noch nicht, was es ist. Irgendetwas, irgendeine Defizienz, irgendein Mangel entstellt mich derartig, dass ich permanent reden muss oder mir über Dinge Gedanken mache. Ich will aber ehrlich nicht wissen, also es wäre mir recht, wenn ich auf dem Sterbebett plötzlich wüsste,
das war's. Aber bis dahin würde ich mit dieser Lebenslüge gerne leben. Und bis heute bilde ich mir ein, dass die Tatsache, dass ich früh erfahren habe, dass ich nicht tauglich bin und dass dann das, jetzt kommt der traurige autobiografische Aspekt davon, dass das stattfand, während mein Vater starb, der 2 Jahre lang stirbt und der in der Zeit zusieht, wie alle 3 Kinder in die in das akademische Proletariat abwandern, weil sie nicht mal ihr Abitur schaffen. Wir sind alle 3 hängen geblieben in dem Jahr. Das ist schmerzhaft. Und so einen Sterbeprozess also zu begleiten, den werde ich niemals als Motiv nennen. Man muss das trotzdem können. Aber den Vater in dem Augenblick zu verlieren, wo du nicht mehr sagen kannst, irgendwann bin ich doch nicht an der Tankstelle gelandet, wie er glaubte, das ist etwas, was man nicht so leicht los wird. Das kann wirklich sein, dass das immer noch aus mir spricht. Ich komme noch mal einen kurzen Moment zurück in den Bundestag. Ja. Du hast es schon erwähnt, eine Debatte um Sterbehilfe ohne Fraktionszwang, auch in dem Jahr, in dem du zugegen warst im Bundestag. Hast du da bei der Debatte an deinen Vater gedacht? Ja. Also ich, mein Vater ist gestorben in einer Zeit, in der die Krebsmedizin archaisch war und Verfahren an ihm ausprobiert wurden bzw. exekutiert wurden, die wirklich eine Form des würdigen Sterbens kaum mehr ermöglichen konnten. Und insofern ist das ein Thema, was mich auch lebenslänglich nicht loslassen wird. Das ist, man kann das nur so schonungslos sagen, wie es ist, aber wenn Sie gerade wach werden und merken, dass das wirklich ein besonderer Mann war, dieser Vater, und der am Ende auf seinem Krankenbett die eigenen Kinder nicht mehr erkennt, sondern sagt, wer ist das? Und man wirklich diese ganze Strecke mit dem gegangen ist und die Familie natürlich auch kaputt geht daran. Also meine Mutter hat danach in Köln gearbeitet, wir Kinder kamen nach Hause, kriegten kein Essen. Wir mussten das irgendwie uns durchbringen, mein Bruder und ich haben mit 15 angefangen zu arbeiten. Das soll hier niemanden zum Weinen bringen. Sie sehen ja, dass es gut ausgegangen ist. Aber das heißt, da muss man schon irgendwie sehr der eigenen Überlebensfähigkeit glauben, damit sich das dann so bewältigen lässt. Ja. Und bei dieser Debatte um Sterbehilfe, da geht es ja beispielsweise darum, ob Ärzte helfen können, sollen, wenn Schwerstkranke sagen, ich möchte gerne gehen. Wie stehst du zu diesem Thema? Ich glaube, dass rückblickend die Zeit, die Zukunft irgendwann sagen wird, was habt ihr den Menschen es schwer gemacht, aus dem Leben zu gehen? Mit welcher archaischen Vorstellung von dem, was noch lebenswert ist, habt ihr existiert? Scheint mir nicht human. Nein. Es gibt ein anderes Thema, wo ich auch denke, dass du was dazu sagen kannst. Das ist die Art, wie im Moment die Bedrohung durch den fanatischen Islam diskutiert wird. Du kennst dich aus in Afghanistan sehr gut. Du hast Guantanamo-Häftlinge interviewt. Und gibt es von deiner Seite aus irgendeine Art von Antwort auf die Frage, wie das sein kann, dass junge Muslime hier aufwachsen, und dann irgendwann ein Schalter sich umlegt, der sagt, ich gehe jetzt in diesen Krieg und schneide Ungläubigen den Kopf ab? Ich wäre überfordert, das zu sagen. Ich kann nur sagen, dass der erste Schritt wäre, die politische Bedeutung dessen zu erkennen, was bestimmte Entscheidungen des Westens in den Ländern auslösen. Das heißt, als ich einen Führer der Taliban getroffen habe nachts in Kabul. Und da habe ich diesen Mann erwartet und es saß mir ein 35-jähriger, vollbärtiger Mann gegenüber, der mir Ovomaltine anbot. Und als ich sagte, ich mache das und das, sagt er, Sie brauchen nichts zu sagen, wir googeln auch. Und das sagt einem jemand in einer russischen Vorortsiedlung in Kabul, also von den Russen gebauten. Und mir war plötzlich so klar, dass alle Nachrichten, das Tanklasterunglück in Afghanistan, alle diese Nachrichten, wann wir angefangen haben, in Kriege einzutreten. Die Deutschen waren so beliebt in Afghanistan wie kein anderes Land. Plötzlich haben sie zwei im Grunde nur Überflugsspürflugzeuge nach Afghanistan geschickt, um militärische Stellungen der Taliban auszuforschen. In dem Augenblick haben afghanische Freunde zu mir gesagt, jetzt werdet ihr Besatzer, jetzt seid ihr in den Krieg eingetreten. Diese Nachricht ist hier nie verfolgt worden, sie ist aber in der muslimischen Welt verfolgt worden. Es ist fatal, über den 11.9. nur reden zu dürfen, indem ich sage, irre Leute mit Teppichmessern. Ich muss fragen, wofür steht das World Trade Center? Warum dieses Symbol? Was ist die politische Bedeutung von diesen Dingen? Wenn ich nicht anfange, das zu denken, ist es mir unmöglich, in diese Debatte überhaupt einzutreten. Und ich kann das wirklich auch wirklich ohne Selbstverliebtheit sagen. Ich habe viel,
wirklich viel mehr von den Zerstörungen durch die Taliban gesehen als der ehemalige Minister Niebel oder als die meisten Verteidigungsminister, weil ich nicht mit Panzerschutz durch von Militärcamp zu Militärcamp reise, sondern das zivile Afghanistan sehe. Und ich kann einfach sehr viel genauer sagen, was in den Schulen gesprochen wird, was in den Ältestenräten gesprochen wird, was unter Nomaden gesprochen wird, was in den Zelten gesprochen wird. Und das wird nicht gehört, es wird auch gar nicht eruiert. Wenn ich mit der Frauenfußballnationalmannschaft trainiere und die mir sagen, dass sie Feministinnen sind und dass sie Hilfe brauchen vom Westen. Und ich sage, ja, Bush hat euch aber unter anderem bombardiert, weil er gesagt hat, er will den Frauen helfen. Dann lachen die melancholisch und sagen, das hören wir zum ersten Mal. Und dann sage ich, habt ihr Verbindung zu europäischen Feministinnen? Da sagen die, nie, noch nie hat sich irgendjemand für uns interessiert. Also diese Heuchelei, mit der hier gesagt wird, wir sind für euch, wir treten für eure Werte ein. Das ist Quatsch. Fragt die Leute, die da sind, redet mit denen, die Kontakte dahin haben und ihr kriegt eine ganz andere Botschaft. Aus der lässt sich nicht notwendigerweise eine gewaltsame Lebenshaltung ableiten. Und diesen Schalter, der da umgelegt wird, den kann ich dir nicht genauer beleuchten. Aber ich kann nur sagen, dass man unterschätzt, dass die politische Botschaft dessen, was wir tun, dort ankommt und Empörung auslöst. Was man vielleicht so im Kopf nicht so ganz einfach zusammenbringt, ist, sind diese zwei Signale. Zum einen das Signal, du kannst in Afghanistan als Mensch westlicher Prägung, auch erkennbar als Westler, kannst du nicht reisen, kannst dich nicht frei bewegen, es ist gefährlich, du musst Sorge haben, du wirst entführt, es passiert irgendwas Schlimmes. Und auf der anderen Seite dein Signal, du redest mit Taliban, es passiert dir gar nichts, du hast Kontakte, du hast die Kommunikationsstränge. Wie bringe ich das zusammen? Ja, das ist schwierig. Ich bin ja darin nicht privilegiert. Und wenn ich ins Panjshir-Tal reise, wie bei der letzten Reise vor einem guten Jahr, dann ist es auch so, dass die Afghanen sagen, was machst du denn hier? Von wem kommst du? Zu wem gehörst du? Weil einfach niemand mehr da ist, der auf diese Weise reist. Ich bin natürlich auch blauäugig. Ich habe keine Familie. Ich bin niemandem verantwortlich. Wenn ich da umkomme, dann hinterlasse ich keine Kinder. Aber es ist trotzdem so, es gibt keine andere Möglichkeit, als das Kleingeld der Wohltätigkeit im Umlauf zu bringen. Und das heißt, erstmal zu sagen, ich will wissen, wer ihr seid. Ich will Kenntnis nehmen von euch. Ich schreibe über euch. Ich kann das humoristisch erzählen, dass ich in einem Compound, also in einem von Mauern umzogenen Areal mich befand. Und es kommt dieser Häftlingssprecher auf mich zu, Abdullah Salam Saif. Und der ist sehr hochgewachsen und sehr schmal. Und er war vor einem Monat noch in Guantanamo. Er hat kaum noch Händedruck. Er friert. Er sitzt so mit hospitalistischen Bewegungen in dem Stuhl und redet mit mir 3-4 Stunden und sagt immer, können wir nicht aufhören? Und ich sage, nein, geben Sie sich Mühe, noch weiter. Wir wissen, wir kommen hier nicht wieder zusammen. Und irgendwann gehe ich auf die Toilette und es kommt ein kleiner Junge und bringt mich dahin, weil die Frauen erst weg mussten und ich gehe an dem Gang entlang und während ich die Toilette sehe und die Klinke runterdrücke, sehe ich im rechten Winkel sitzen ungefähr 20 Kämpfer, die alle Waffen auf dem Boden haben. Und zwar einen Haufen Kalaschnikows vor ihm. Und in dem Augenblick erst wusste ich, ich bin bei den Taliban. Keiner hatte mir das gesagt, das erzählte ja auch keiner. Es war ein normales Bürgerhaus, dahinter war nichts zu erwarten. Und in dem Augenblick, wo ich das sehe, denke ich, du kommst hier nicht mehr raus. Und verrammel mich in der Toilette. Lass die Hose runter und denke, es ist besser, du gehst nochmal aufs Klo, bevor du ablebst. Und sitze da und in dem Augenblick macht es bam, 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 bam an der Tür. Und ich denke, um Himmels Willen, die lassen dich nicht mal mehr vorher aufs Klo gehen. Und ziehe die Hose wieder hoch und denke, um Himmels Willen, was passiert? Öffne die Tür und da steht einer von diesen Kämpfern und reicht mir das Klopapier. Und weil er gewusst hatte, da war keins mehr. Und dann bin ich dahin zurückgekommen und dann haben wir das Gespräch zu Ende geführt, was auch tatsächlich auf seine Weise spektakulär war. Und als ich daraus hat meine gute Freundin Nadia Nashir, die meine Übersetzerin war, die erste Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins ist, gesagt, Roger, lauf. Und da waren wir nur, die Tür öffnete sich von außen und sie hatte irgendwas gehört und sagt, Roger, lauf, lauf, Roger, lauf, Roger, lauf. Und das war das einzige Mal, dass ich sie so gesehen habe. Und ich weiß, dass die hinter uns überlegt haben, ob es eine gute Idee ist, uns wieder rauszulassen. Und es war aber so, dass Saif gesagt hat, ich glaube denen. Ich glaube denen, dass die Guantanamo schließen wollen. Und ich will das auch. Und in diesem Punkt treffen wir uns. Und das war ein hochgebildeter Mann, der ehemalige Botschafter Afghanistans in Pakistan, der unter Aufhebung seiner Immunität da verhaftet worden ist. Querschlägerfrage.
Erklärst du dem Publikum, was das ist? Eine Querschlägerfrage ist eine Frage, die man in einem Interview dann stellt, wenn das Gegenüber sehr gelangweilt hat. Wenn Sie also einen Minister haben, der Sie sehr, sehr langweilt, dann können Sie den schon mal, wie ich das mal mit Klaus Kinkel, dem ehemaligen Außenminister, gemacht habe, der in der FDP war, dem habe ich mittendrin im Gespräch gesagt, worüber reden Sie eigentlich mit Ihrem Chauffeur? Und er war so entwaffnet, dass er wörtlich sagte, mit meinem Chauffeur rede ich über die Dinge, die sich im Gespräch gesprächsweise ergeben können. Und das ist doch eine Antwort, das ist Dadaismus. Und das ist das einzige Mal, dass der so gesprochen hat. Du hast unendlich viele Sendungen moderiert. Du hast unendlich viele Interviewgäste, ich glaube über 2000 insgesamt. 0137 bei Premiere, Willemsens Woche im zweiten deutschen Fernsehen. Wie war dein Interview mit Madonna? Eine Strapaze. Also heute, warum? Das Interview mit Madonna ist so, dass ich heute den jungen Mann bewundere, der das geführt hat, weil der sich wirklich was traut. Das Interview fängt damit an, Madonna war ungefähr auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes und empfing mich in Paris. Ich hatte eine halbe Stunde mit ihr. Wir haben von der halben Stunde 28,5 Minuten ausgestrahlt. Also man kann sich wirklich einen Eindruck von beiden machen da drin. Und Madonna hatte ihre Maske, hatte alles, die schminkte hier eine Teppichfliese rein. Wir hätten eine viel bessere Maske gehabt, die bestimmte die Abstände der Kameras, die bestimmte die Schnittfolgen und gab einem dann zuletzt die Videokassette, um zu sagen, das dürfte ausstrahlen oder nicht. Das ist schon ein eigenartiges Verfahren, ein im Grunde untragbares für einen Journalisten. Du siehst, ich beschleunige, weil ich mehr erzählen muss. und die erste Frage von mir war, Madonna, Sie sind wahrscheinlich die berühmteste Frau der Welt, welches Verdienst würden Sie für sich in Anspruch nehmen? Daraufhin sagt Madonna, ich glaube, ich habe die Sexualität befreit. Daraufhin sage ich, haben Sie auch eine Botschaft für Impotente? Da sage ich, what? Und dann dachte ich, mit Madonna darf man drastisch sein. Die hat sich schon nackt irgendwie auf dem Grünstreifen geräkelt, das muss möglich sein. Und dann sagt, how do you mean Impotenz? Physisch oder mental? Ich sage, egal, nehmen Sie, was Sie wollen. Und dann wurde das immer dramatischer, also dass sie auch irgendwie fand, wo bin ich hier? Was ich allerdings auch fand. Und dann sagt sie irgendwann, um sich zu helfen, sagt sie, warum habe ich immer das Gefühl, hier meinem Psychiater gegenüber zu sitzen? Und ich sage, vielleicht liegt es daran, dass ich aus Europa komme. Die Europäer stehen andere Fragen. Sagt sie, ach ja, stimmt, mein Psychiater ist auch aus Argentinien. Und dann habe ich gedacht, diese Kassette gibt die mir niemals, wenn die das merkt. Und dann habe ich die Kassette bekommen und bin bis auf die Champs-Élysées gerannt, weil jemand dachte, Madonna ist hinter mir. Heute trittst du ja vergleichsweise selten im Fernsehen auf. Gelegentlich trittst du als Fernsehkritiker in Erscheinung. Und da ist mir deine Brachialattacke auf Heidi Klum in Erinnerung. Ja, mir auch. Auch hier muss ich einfach noch mal kurz zitieren und das Zitat beginnt. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, 6 Sorten Scheiße aus ihr herausprügeln, wenn es nur nicht so frauenfeindlich wäre. War diese rhetorische Haubitze wirklich nötig? Die Sendung von Heidi Klum, auch das Verhalten von Heidi Klum kleinen Mädchen gegenüber, die sich mit 17 Jahren nackt in der Brandung räkeln sollen und nicht professionell sind, wenn sie das nicht tun, empfinde ich als erstens Schändung des Frauenbildes, was ich habe, als eine Verletzung von dem Begriff Persönlichkeit, den ich auch dadurch definiere, dass man Nein sagen kann, dass man sich verweigert und dass man in dieser Weise Haltung beweist. Und ich finde, dass Heidi Klum auf ihre Weise radikal ist. Und diese winzige Miniatur aus der Taz wurde von der Bild-Zeitung auf eine riesige Seite gebracht mit Hassattacke auf Heidi Klum. Ist ja auch richtig. Und ich flog an dem Morgen. Ich flog an dem Morgen von Dresden aus nach Hamburg und dachte, jetzt kannst du dich auf was gefasst machen. Und die Maschine landete in Hamburg. Und dann kam der Pilot aus dem Cockpit und sagte, ich wollte Ihnen nur gerade im Namen meiner Crew sagen, danke. Und daraufhin sagten die Reisenden hinter mir, von uns auch. Und dann dachte ich, so schlimm kann es nicht werden. Und so schlimm wurde es auch nicht, denn der Einzige, der dieser Rede intellektuell nicht gewachsen war, war der Vater von Heidi Klum. Mhm. Und bei dem wäre es besser angesichts der Verträge, die er mit jungen Models macht, wenn er aus dieser Form des Mädchenhandels entfernt würde. Das ist jetzt der nächste Satz, der bestimmt ist. Ja.
ja, wie sehr es denn aus das Fernsehen, das vor deinem kritischen Auge Bestand hat. Weißt du, ich gucke ja mit dieser Konträrfaszination, die ich vorhin gesagt habe, selber. Ich gucke ja so viel Schrott und geniere mich über mich selbst. Ich lasse mich im Fernsehen permanent unterfordern. Und zwar Werner Fink hat gesagt, wir amüsieren uns, aber unter Niveau. Genau, dauernd unter Niveau. Die Voraussetzung ist die, dass ich sagen würde, ein Verhalten zu fördern, das durch permanente Unterforderung bestimmt ist. Verstehe ich bei jemand, der einen schwierigen Alltag hat, der kommt nach Hause und sagt, ich will mich jetzt amüsieren, der zweite Faust ist mir zu anstrengend. Kultur besteht in ihren wesentlichen Teilen aus Überforderung. Wonach wir Straßen benennen, was wir in Schulbücher drucken, was wir in der Universität lernen, es sind alles Menschen, die uns überfordern. Jeder einzelne Gegenstand, jeder Kafka, jeder Goethe, was immer, nennen Sie irgendjemand, Musil, alle überfordern. Das heißt, wir sind irgendwie davon überzeugt, dass kulturelle Leistung, die unter Umständen den inneren Menschen erfinden können, die sinnliche Erkenntnis verbreiten können, die lehren uns zu transzendieren, die sich in Widerspruch setzen können zu dem, was ohnehin geschieht. Dass alle diese Anstrengungen nur möglich sind in dem Augenblick, wo ich mich überfordere. Und ich wünsche mir ein Fernsehen, das von dieser Idee nicht komplett Abstand nimmt. Das heißt, ein Fernsehen, das Räume lässt, in denen ich dann und wann den Phantomschmerz einer Welt noch empfinden kann, die es mir so schwer macht, wie die es mir draußen macht. Wenn ich das finde, wenn ich dieses Differenzierungsniveau, die Tiefenschärfe habe, wenn ich das Transzendenzniveau dort irgendwo noch finden kann, wirst du mich nicht mehr unter den Kritikern finden. Jetzt wird es noch mal ganz schwer für dich. Wir spielen das Satzergänzungsspiel. Das heißt, du darfst nur mit einem Halbsatz antworten. Ja, ist qualvoll. Wer von mir behauptet, ich lebte in der Steinzeit, weil ich kein Handy und keinen Führerschein habe, der lebt so weit in der Zukunft, dass er vermutlich recht hat. Aber es ist richtig, du hast immer noch kein Handy? Nein, und keinen Führerschein. Es geht, es geht. Ich muss unbedingt alleine leben, weil ich zu marottenhaft bin, um es nicht zu tun, und ich wende Schaden von der Welt ab, indem ich alleine lebe. Das Etikett Vorzeigeintellektueller geht mir sowas von Am Rektum vorbei, weil es die anderen Intellektuellen unterschätzt. Den Studierenden von heute rate ich: Findet den Punkt eures Interesses, wendet den größtmöglichen Enthusiasmus auf für das, was euch im Leben unbedingt bestimmt. Glaubt eurem Stern, glaubt nicht den Studienordnungen, macht der Universität Probleme, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wenn Sie Fragen jetzt noch haben, weil ich sie vergessen habe, warum auch immer. Sie können jetzt Fragen stellen. Es dreht sich da um Ihre Afghanistan-Erfahrung. Und zwar bin ich angehender Politiklehrer und ja, ich fühlte mich sehr emotional vor den Kopf gestoßen, weil ich sagen muss, dass Ihre Erläuterungen mir Angst gemacht haben, dass 13 Jahre ISAF-Einsatz quasi umsonst war. Deshalb würde ich Sie gerne fragen, ist das wirklich die Quintessenz, die daraus mitschwingt? Ich wünschte ganz ernsthaft, ich könnte Ihnen eine optimistischere Antwort geben. Aber es werden alle, die etwas von der Sache verstehen, im Augenblick sagen, die Situation ist schlimmer, als sie war. Die Chancen der Taliban sind größer, als sie waren. Die Hilfsinitiativen der ISAF-Mission von ihrem Anfang sind komplett verschüttet. Ich bin auch vor Bundeswehrsoldaten aufgetreten, auf dem Stützpunkt, nicht in Afghanistan, sondern in Erding bei München, und habe 600 Soldatinnen und Soldaten versucht zu erklären, was dieses Land ist. Ich bin auf ein enormes Wissensbedürfnis gestoßen, das allerdings inzwischen nicht mehr befriedigt wird, weil die Bundeswehr auch ihre Soldaten kaum mehr informiert. Und es wird Ihnen im Moment jeder sagen, es ist eine der gescheitertsten Missionen, die Allianz der Wohlmeinenden, wenn man das noch so nennen kann, sich geleistet haben. Aus meiner Perspektive wäre es sehr viel vernünftiger gewesen, das Ganze von vornherein als eine Hilfsmission zu begründen, die verschiedenen Territorien Afghanistans unter den Nationen, die helfen wollten, aufzuteilen und damit eine föderale
Situation herzustellen, in der alle eigentlich unterstützend tätig gewesen wären. Das wird vom afghanischen Volk so mit Zustimmung und Dankbarkeit beantwortet, dass, glaube ich, damit auch viele der Quellen, die im Moment zu den Taliban führen, und die Mohnernte ist in diesem Jahr so gut, wie sie noch nie war, hätte einige Quellen verschütten können. Noch mehr Bedürfnis nach klaren Worten? Sie haben ja auch nun in Afghanistan gesehen, wie schlimm und auch wie menschenfeindlich ein System sein kann. Und Sie haben ja auch Kritik nun ein bisschen an der Disziplin auch der deutschen Politiker geübt. Und ich möchte Sie fragen, wie zufrieden sind Sie trotzdem insgesamt mit dem deutschen politischen System? Man muss, wenn man es aus Afghanistan betrachtet oder aus sehr vielen Winkeln der Erde, wo ich war, man muss hochzufrieden sein. Die Frage ist nur, ob man mit dem Entwicklungszustand des Parlaments im Augenblick so zufrieden sein kann. Und das schließt uns alle mit ein. Deshalb bin ich dankbar für die Frage insofern, als wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass die Opposition 16 Minuten Redezeit hat und danach reden 61 Minuten lang die Regierungsparteien, scheuen keine Wiederholung, keine Beschönigung, keine Selbstbeweihräucherung, alle ausgetretenen Argumente kommen immer wieder, dann ist das ja nicht nur eine Einladung zum Desinteresse. Denn die Einschaltquoten bei Phoenix gehen im Moment in den Keller, was Parlamentsdebatten angeht. Sondern es heißt auch, dass die Opposition ihre Position nicht mehr erklären kann. Also sachlich zu wenig Zeit hat. Damit bindet das Parlament viel weniger Aufmerksamkeit. Jetzt mache ich die Klammer wieder zu und sage, die Idee dieses Parlaments immer noch, auch in der jetzigen Realisation, steht über fast allen Parlamenten, die es in der Welt gibt. Das muss man so sagen. Es gibt ganz wenige Erscheinungen. Ich könnte zum Beispiel sagen, das englische Unterhaus kennt die Fragestunde, die wir haben, nicht so, dass schriftlich Fragen eingereicht werden und ein Staatssekretär schriftlich die Antworten abliest, sondern dort ist die Regierung dem Parlament so verantwortlich, dass Fragen nicht eingereicht werden, sondern der Minister steht da, wie Sie im Moment, und beantwortet die Fragen und ist nicht vorbereitet auf das, was kommt. Das scheint mir eine bessere Lösung zu sein. Aber Sie sehen schon, das ist kosmetisch und im Kleinen. Ich möchte jetzt die Möglichkeit ergreifen, Ihnen eine Frage zu stellen, die Sie selbst gestellt haben. Da war die Frage, braucht es Mut, um zu sein, was Sie sind? Es hat bisweilen Mut gebraucht, ja. Ja. Ich war schwer vermittelbar, schlecht in der Schule, haben Sie alles gehört. Ich habe es dann trotzdem geschafft, eine Promotion zu schreiben, und die Promotion war so, dass ich zum Dozenten in München an der LMU wurde, Ludwig-Maximilian-Universität. Und ich hatte einen 5-Jahres-Vertrag und ich hatte jeweils 8 Seminare pro Semester, das war das Maximum, was man überhaupt schaffen konnte. Und es waren damals ungefähr 200 Studenten pro Seminar in den Seminaren. Man korrigierte also 4000 Seiten Seminarkorrektur, was keiner ohne zerebralen Schaden machen kann. Speziell in der Germanistik. Ohne Kippen und, wahrscheinlich. Und jetzt kommt es zu folgender Situation, das sage ich Ihnen nur, weil das irgendwie Ihnen sagen soll, dass Sie sich vielleicht auch irgendwann mal so entscheiden können. Ich habe irgendwann, ganz pathetisch sei es gesagt, bin ich durch eine Straße gegangen, durch die ich 2,5 Jahre immer gegangen war, zwischen der Wohnung, wo ich wohnte, und der Universität. Und ich habe in den 2. Stock geguckt. Ich habe gesehen, dass in dem 2. Stock eine Fassadenverzierung war, die ich nie gesehen hatte. Und als ich diese Fassadenverzierung sah und ich sagte, du bist jetzt 2,5 Jahre da durchgegangen, hast du nicht gesehen, habe ich gedacht, du musst dein Leben ändern. Das geht nicht. Es kann nicht sein, dass du deinen Lebensraum nicht mehr siehst, und habe in dem Augenblick wirklich entschieden, meinen Vertrag zu kündigen an der Universität. Und da haben meine Freunde gesagt, du schreibst unverständliche Texte, die unverkäuflich sind, und wovon willst du leben? Und dann habe ich gesagt, vom Schreiben. Und ich hatte ein Buch gemacht bisher. Und dann habe ich meinem Verleger, der Angst hat, das war Piper Verlag, der hatte Angst, ich gehe weg von ihm, weil ein anderer Verlag auch interessiert war. Dem habe ich gesagt, ich will einen Roman schreiben. Ah ja, gut. Und wo soll der spielen? Da habe ich gesagt, in Asien. Sag ich, brauchen Sie einen Vorschuss? Da habe ich gesagt, ja, 10.000 Mark. Das war also 5.000 Euro. Das war aber sehr viel Geld. Und ich habe gesagt, ich muss dahin und Recherchen machen. Dann hat er mir die 10.000 Mark bezahlt. Ich habe den Vorschuss genommen, bin nach Asien gegangen, bin da ein halbes Jahr geblieben, habe den Vorschuss verbraten, hatte keinen Roman. Den habe ich heute noch nicht. Und habe dann... Der rote Faden des Abends war? Ja, gekifft habe ich, natürlich. Ja. Ich habe es mir gedacht. Dankeschön, danke. Aber der Punkt war nur der. Also, wenn es Mut braucht, dann war der Mut in dem Augenblick, und wahrscheinlich war ich zu naiv. Ich habe einfach gesagt, ich bringe mich durch. Ich werde schreibend leben. Egal, koste es, was es wolle. Also, wenn es eine Botschaft gibt, dann gibt es die nur. Das Glück in meinem Leben hing sehr häufig mit Abbrüchen und mit Ausstiegen zusammen. Also, im Zweifelsfalle
schwärmen wir raus in die dramatischen Nächte von Mainz. Ein fulminantes Schlusswort für den SWR Unitalk mit Roger Willems. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.